seid ihr hierher gekommen? Haben sie noch ein U-Boot geschickt? Rasch, wir müssen hier raus, wir müssen von hier weg. Nein, nein, wir haben keine Zeit. Wir müssen jetzt gehen. Ich konnte die Tür schließen, nachdem sie alle anderen eliminiert haben. Aber ich weiß nicht, wie lange sie halten wird. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich habe keine Karte gesehen, nur stinkendes, erbärmliches Verderben. Die Selkas sind durchgedreht. Sie haben begonnen, alles zu eliminieren, was sich bewegt. Jemand muss auch das Verteidigungssystem ausgelöst haben, weil die Droiden ebenfalls aktiviert wurden. Ich war einer der Söldner, die die Republik hier heruntergeschickt hat, um herauszufinden, was geschehen ist. Wir kamen hier an und haben die ersten paar Räume gesichert. Überall waren Leichen. Und dann sind die Selkas gekommen. Sie haben gekreischt und mit ihren kleinen Fischmäulern piepsige Kriegsschreie gerufen. Sie sind tot. Alle sind tot. Sie sind wie ein Schwarm über uns hergefallen. Es war unmöglich, sie aufzuhalten. Wir sind gerannt. Doch es hat kaum jemand geschafft. Ich habe die Tür hinter uns verriegelt, aber die anderen waren bereits im U-Boot abgehauen. Die Haie, die Phyraxer da draußen und... Schlimmeres. Ich hörte eine Explosion, kurz nachdem das U-Boot abgelegt hatte. Sie haben es nicht geschafft. Jetzt sind sie Futter für die Haie und Selkas. So wie wir. Nein! Ich habe die Tür versperrt, damit die Selkas nicht hier herein können. Wenn ihr sie öffnet, sind wir alle dran. Wenn ihr da hineingeht, seid ihr erledigt. Eure ganze Gruppe. Wenn ihr sterben wollt, dann geht nur. Ich werde nicht um euch trauern. Ich bleibe hier in Sicherheit, bis ein echter Rettungstrupp kommt. Nimm das!
schnell erledigen. Ich bin hier. Hier bin ich. Ich bin hier. Ich bin hier. Niemand? Fischchen? 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 Kommt ihr, um mich auch zu fressen? Ihr könnt mich aber nicht holen, kleine Fischchen. Nicht hier drinnen. Ich bin sicher hinter meinen Mauern. Untersuchen? Ihr seid doch wie die anderen Narren. Ihr seid Futter für die Selkaf. Wandelndes Fischfutter. Mampf, mampf, mampf. Wenn ihr schnell rennen könnt, geht ihr ja vielleicht als Fastfood durch.
Als die Selkath verrückt wurden und begonnen haben, alle aus dem Weg zu räumen, habe ich mich hier eingesperrt. Ich bin hier sicher, nichts kann mir hier drinnen wehtun. Kein Fischfutter für mich. Ich weiß es nicht. Fragt sie doch. Als der Dämon kreischte, erschütterte er jeden Verstand in der Station. Wir fielen zu Boden, überlebten aber. Die fischigen Fischchen wurden dadurch nur hungrig. Nein. Das haben die anderen auch gesagt, Söldner wie ihr. Aber sie sind tot. Die Selkath haben sie gefressen. Mittagshäppchen. Nur die im südlichen Teil der Station könnten noch am Leben sein. Da, wo das Koltor ist. Wenige Fischchen sind dort. Aber viele, viele Fische im Wasser dazwischen. Ich weiß es nicht. Fragt sie doch. Als der Dämon kreischte, erschütterte er jeden Verstand in der Station. Wir fielen zu Boden, überlebten aber. Die fischigen... Tschüss. Sucht nur nach Fischleuten. Sie fressen und beißen und beißen und fressen. Fischfutter, ja, das seid ihr. Ran! Fertig! Ran! Fertig! Ihr könnt nicht gewinnen. Thank you.
Was? Dran! Mist! Wer ist da? Ihr seid zumindest kein Selkav. Seid ihr ein weiterer Rettungstrupp? Ich bin ein Söldner, der von der Republik vor etlichen Tagen angeheuert wurde, um zu untersuchen, was hier vor sich geht. Doch hier trafen wir nur auf völlig übergeschnappte Selkav, die alles fressen, was sich bewegt. All meine Gefährten sind tot. Die Selkav sind über uns ausgeschwärmt. Es waren Dutzende und irgendwas an ihnen hat nicht gestimmt. So als ob sich etwas tief drinnen in ihnen geändert hätte. Sie waren verrückt oder so. Ich wäre schon längst zurück an die Oberfläche, wenn die Anlage nicht von all den verrückten Selkav überrannt worden wäre. Ich habe keine Chance, zum U-Boot-Hangar zu gelangen. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, zum Hangar zu kommen und den Rest der Basis abzuriegeln. Ich muss nur noch den Koito-Sammler finden, den sie am Rand des Wrecker-Riffs gebaut haben. Das Ding hat ein Notfallüberbrückungssystem, mit dem man die Tore zum U-Boot-Hangar öffnen kann. Ich könnte von außen hineinkommen. Ich dachte, meine einzige Chance würde darin bestehen, einen Schutzanzug anzuziehen, zum Meeresboden hinabzugehen und mir selbst den Sammler vorzuknöpfen. Außerdem ist es vermutlich am Meeresboden sicherer als hier drinnen, mit all den verrückten Selkav, die nur noch nach einem schmackhaften Nachtisch suchen. Ich bleibe keine weitere Minute mehr in der Anlage. Nicht mit all diesen psychotischen Fischmenschen überall. Ich breche jetzt zum Meeresboden auf. Der Weg führt zu einer weiteren Gruppe von Gebäuden. Um zum Koito-Sammler zu gelangen, müssen wir durch diese Gebäude. Wir sollten wohl besser zusammenbleiben. Aber ich werde auf keinen Fall hier warten mit den ganzen Selkav in der Gegend. Wenn ihr mir später folgen wollt, geht den Gang hinunter und dann durch die Türen rechts. Ich warte am Meeresboden, wo es sicher ist.
Nein, nein, ihr könnt hier nicht rein. Ihr lasst die Phyraxa und die Selkath herein. Nein, bleibt draußen. Bleibt draußen. Ich lasse nicht zu, dass uns diese Monster kriegen. Ich werde euch aufhalten. Ich pumpe den Druck aus der Kammer. Das wird euch aufhalten. Töte sie! Du musst sie töten! Brand! Fertig! 60 Sekunden bis zur vollständigen Dekompression. 54 Sekunden bis zur vollständigen Dekompression. 48 Sekunden bis zur vollständigen Dekompression. 42 Sekunden bis zur vollständigen Dekompression. 36 Sekunden bis zur vollständigen Dekompression. 30 Sekunden bis zur vollständigen Dekompression. 24 Sekunden bis zur vollständigen Dekompression. 18 Sekunden bis zur vollständigen Dekompression. 12 Sekunden bis zur vollständigen Dekompression. 6 Sekunden bis zur vollständigen Dekompression.